Moin Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute möchte ich mit euch mal meine ersten Eindrücke von X-Defiant teilen und mal so eine kleine Pros- und Kontras-Liste aufstellen, was mir an dem Spiel gut gefällt und was mir an dem Spiel nicht so gut gefällt. Und am Ende habe ich sogar noch ein paar Vorschläge, was ich mir für die Zukunft wünsche. Ich denke mal, eine Menge wird dadurch auch in Patches und in weiteren Updates noch dazukommen. Aber ich meine, ich möchte es jetzt hier schon mal so gesagt haben, was für mich in dem Spiel vielleicht noch besser laufen könnte, was man, wie gesagt, hinzufügen könnte. Falls du neu auf diesem Kanal sein solltest, würde es mich sehr freuen, wenn du ein Like unter diesem Video da lässt und den Kanal abonnierst, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Unter anderem zu X-Defiant oder, falls du auch Fußball begeistert bist, zu EAFC 24 oder kommende Folgenteile, wie 25 und so weiter. Und Leute, in der Schule habe ich gelernt, dass man bei der Bewertung von Vorträgen ganz gerne mit den Pros anfängt. Und das werden wir hiermit auch tun. Und zwar als erstes gutes Argument möchte ich gerne sagen, das Game ist, es ist kostenlos. Es ist wirklich kostenlos. Ihr könnt es euch runterladen, sei es im Ubisoft Connect Store. Wenn ihr auf der Konsole spielt, dann im PlayStation Store. Wie das ganze Ding auf der Xbox heißt, habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Xbox. Auf jeden Fall ist wichtig, ihr kriegt das Game halt umsonst. Und es ist kein Pay-to-Win. Es ist kein Pay-to-Win, um ehrlich zu sein. Weil alle Waffen, die ihr hinzugefügt kriegt, die kriegt ihr auch, wenn ihr den Battle Pass nicht habt. Ihr könnt alle Maps spielen. Ihr könnt alle Operator freischalten. Es ist halt nur Kosmetisches in dem Sinne. Und ich finde es auch besser, wenn sich dann die Unternehmen oder die jeweiligen Publisher so ihr Geld verdienen, als wenn sie dort einen 70 € Vollpreistitel rausbringen. Wir blicken mal zurück auf alte Games wie Battlefield 2042, was komplett verbuggt rauskam. Ein Cyberpunk beispielsweise, was jetzt kein Shooter ist, aber trotzdem, was sie einfach wieder vom Markt genommen haben, weil es einfach komplett unspielbar war. Aber ich meine, in letzter Zeit haben wir auch echt das Gefühl gehabt, dass das Spiel einfach unfertig rausgebracht wurde, das Geld abgesahnt hat und dann in dem Sinne mit Patches dieses Spiel auf einen Normalzustand bringt. Weil man muss ja jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen. Es muss jedes Jahr ein neues FIFA kommen. Es muss alle 2 Jahre ein neues COD kommen, wenn überhaupt. Teilweise kann die im einen Jahresabstand. Gut, wobei man sagen muss, dass MW3 ja eigentlich nur ein DLC ist von MW2. So gefühlt. Kompletter Schwachsinn. Aber soviel jetzt erstmal zu dem kostenlosen Aspekt und zu den Verbindungen bezüglich anderer Games. Kommen wir nun zu den Punkten, die das Spiel auch wirklich betrifft. Und ich muss sagen, mir macht das Movement in X-Defiant wirklich sehr Spaß. Das bedeutet, mein zweiter positiver Punkt ist das Movement, die Bewegung in diesem Spiel. Die Spielgeschwindigkeit liegt mir sowas von gut. Das Sliden mit dem Springen, dass sie das Bunny-Hoppen so ein bisschen genervt haben, finde ich auch sehr gut, weil mich sowas abfuckt. Und zwar richtig. Ich mache es nicht, ich kann es nicht. Okay. Ich bin mal gespannt, ob die dann irgendwann das Hinlegen hinzufügen, weil ich glaube, man kann sich nicht in X-Defiant hinlegen. Somit kann man auch nicht Dropshotten, was ich auch sehr gut finde. Sowas nervt mich nämlich auch, ja. Weiß nicht, ich selber mache. Gut, deswegen. Ah ja, im Groben und Ganzen kann ich sagen, wie gesagt, das Spielerlebnis macht einem wirklich Spaß. Zudem auch ein weiterer Pluspunkt, was das Ganze unterstützt ist. Es gibt eine Casual-Playlist, wo es kein Skill-Based Matchmaking gibt. Da gibt es so gewisse andere Publisher, die aus ihrem Casual-Game auf jeden Fall einen E-Sport-Titel machen und jede Runde gleich beschissen ist. Ich schiele dort auf jeden Fall Richtung Activision, ne? Habt da wunderbar gemacht, ne? Ihr habt die letzten CODs so versaut, dass ich teilweise mir die gar nicht geholt habe. Was mir auch auf jeden Fall noch sehr gut gefällt an dem Spiel sind die Maps. Wir haben, glaube ich, 14 Maps zu Release gehabt. Das ist auch kein Standard in den letzten Jahren gewesen. Und ich muss sagen, es gibt an sich nur eine Map, die mir nicht so gut gefällt. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Das ist die mit diesem abgestürzten Flugzeug dort in der Mitte. Die ist relativ groß, aber ich finde, also Herrschaft mag ich überhaupt nicht auf der Karte. Irgendwie liegt mir die Map nicht. Ihr könnt ja auf jeden Fall mal reinschreiben, welche Map ist eure Lieblingsmap und welche Map findet ihr absolut beschissen in diesem Spiel. Muss auch sagen, Arena ist auch nicht so meins. Ganz schön klein. Bin mal gespannt auf die Shipment-ähnliche Map, die kommen soll, weil das haben sie ja bestätigt unter anderem. Welche Map ich auf jeden Fall ganz cool finde, ist Noodleplex. Die gab es ja auch in der Beta. Die fand ich recht cool. Und ich muss auch sagen, heißt sie, glaube ich, Ecolon Hauptquartier irgendwie so. Diese Map mit diesen Serverschränken gefühlt, wo auch diese Schächte da sind, wo man rein kann, die finde ich auch nicht schlecht, die Map. Die finde ich auch ganz cool. Kommen wir nun erstmal zum letzten Pro-Punkt. Es gibt noch viel mehr, aber ich will nicht so viele mit reinnehmen. Vielleicht kann ich noch einen zweiten Part machen, weil ihr einen zweiten Part dazu sehen möchtet, was mir an diesem Game eher gefällt und was nicht. Dann schreibt das auch gerne rein und liked unter anderem auch dieses Video, dass mir das nämlich zeigt, dass ihr Bock auf diese Videos habt. Mein letzter Pro-Punkt ist auf jeden Fall, dass es wie im Vergleich, ich ziehe mal Vergleiche zu anderen Spielen, es ist nicht wie ein MW3 oder MW2, dass du da ewig viele Visiere hast, die du dir auswählen kannst. Nein, du hast wirklich, ich glaube, 4 Visiere. Du hast einen Reflex, einen Holo, ein ACOG und noch eins, glaube
Du hast 4 Visiere bei manchen Waffen und nicht irgendwie 30 verschiedene, die im Endeffekt, wovon 8 alle das gleiche beinhalten, nur halt ein bisschen anders designt sind. Das bedeutet, ihr habt wenig Aufsätze bei den Waffen. Es gibt nicht x verschiedene Varianten, wie man diese Waffe spielen kann. Es ist, wie gesagt, dann auch keine große Wissenschaft. Klar werden wirklich viele die Waffen immer gleich spielen, weil es halt die Meta ist und Leute wirklich so sind und meinen, ja, ich muss die Meta spielen, damit ich auf meine KD komme. Okay, dann mach das. Aber wir kennen es ja auch aus den früheren CODs, beispielsweise aus Black Ops 2 oder auch beispielsweise aus Call of Duty World War 2, mein absolutes Lieblings-COD. Viele stimmen dem nicht zu. Bei mir ist es absolut der Fall. Ich liebe dieses Spiel. Du hast halt nur eine begrenzte Anzahl von Aufsätzen, die du auch für deine Waffe nutzen kannst. Und so ist es jetzt ja auch. Du kannst maximal, glaube ich, 5 Aufsätze mitnehmen. Ich muss, wie gesagt, auch sagen, im Groben und Ganzen ist dieses Spiel wirklich gelungen, auch wenn es jetzt ein paar Kontras gibt. Und zu denen kommen wir jetzt. Und das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, wenn ihr Freunde habt, die auf anderen Plattformen spielen, ihr könnt ja über Crossplay mit den Leuten zusammenspielen und ihr könnt auch in den Sprachchat gehen. Und das ist auch noch ein Pro, den ich ganz geil finde. Es gibt einen reinen Privat-Voice-Chat, wo ihr wirklich nur mit den Leuten quatschen könnt, die wirklich in eurem Trupp drin sind. Und ihr müsst die komplette andere Lobby nicht hören, weil sie euch um den Sack gehen sollten. Die Sache ist jetzt allerdings die, das ist aktuell so, dass der Sprachchat manchmal ein bisschen verbuggt ist. Ich habe das oftmals so, ich spiele mit einem Kumpel, der auf dem PC spielt. Und mitten in der Runde können wir uns einfach nicht mehr hören. Und das für Minuten, 3-4 Minuten, bis die Runde vorbei ist, dann bist du wieder im Menü und dann auf einmal hört man sich wieder und das ist echt dumm gemacht. Das müssen die auf jeden Fall fixen, dass man sich wirklich im Sprachchat auch durchgehend hört. Oder ihr bringt einfach mal Discord für die PlayStation 5 raus, das wäre eine Idee, oder? Also wie gesagt, Sprachchat hat aktuell noch ein paar Problemchen, was das angeht, zwischen Crossplay-Varianten, weil wenn ich mit wem spiele, der auf der gleichen Konsole ist, dann gehe ich natürlich in eine Party, ist ja klar. Ein weiterer Punkt, der mich aktuell noch stört, ist ein bisschen, dass die Time-to-Kill-Me ein Stückchen zu hoch ist. Also man braucht, finde ich, zu viele Treffer, um einen Gegner down zu bekommen. Klar, mit einer Sniper brauchst du nur einen Schuss, ja, mit einer Shotgun im Normalfall auch auf gewisse Distanzen, ja, manchmal auch nicht. Ein weiterer Punkt, zu dem ich später noch komme. Allerdings habt ihr auch diese Situation gehabt, wenn 2 Gegner vor euch stehen und auch beide auf euch schießen, ihr kriegt maximal einen hin. Ich muss auch hier einen Vergleich ziehen. Ich finde Black Ops 2 TTK oder auch die von World War 2, die sind eigentlich perfekt im Normalcore. Hardcore ist ja was komplett anderes. Das ist wirklich eine gesunde Mischung. Ich fand Black Ops 4 war sie mir auch deutlich zu hoch mit den 200 Leben. Oder beispielsweise, es ist hier auch genauso der gleiche Fall. Mir ist die Time to Kill, wie lange du brauchst, um einen Gegner tatsächlich zu töten, ist mir ein Stückchen zu hoch. Jetzt können Leute sagen, ja, aim einfach auf den Kopf und du kriegst es hin. Ja, toll. Wenn trotzdem 2 Gegner vor mir stehen, ist es trotzdem fast unmöglich, beide Gunfights zu gewinnen. Wenn beide auf dich schießen, dann kriegst du oftmals sogar gar keinen. Ein weiterer Punkt betritt jetzt die Operator, die es in diesem Game gibt. Und zwar möchte ich dort auch verschiedene Fähigkeiten drauf ansprechen. Eigentlich ein bestimmter fällt mir dort ins Auge. Und zwar ist das der hier mit seiner coolen Brille als Ulti. Die Sonarbrille. Die Sonarbrille finde ich ja voll okay. Das ist eine Ulti, die hast du einmal in der Runde, wenn es hochkommt, ja. Und dass du die dann halt durch die Wand siehst, ist stark. Dass die Piste auch One-Hit ist auf gewissen Distanzen, finde ich auch voll in Ordnung. Bloß es geht mir um die Aufklärungsanzugfähigkeit. Da kannst du ja teilweise für deine eigenen Mates einen legalen Wallhack sozusagen aktivieren. Und ich finde, das ist ein bisschen zu stark. Also mein nächster Punkt ist, dass man doch die Operator ein bisschen balancen müsste in die Richtung, weil es gibt wirklich einige Operator, die einfach viel zu stark sind. Ich finde sogar, dass der Cleaner sogar recht gut gebalanced ist. Mit seiner Drohne, die er da wirft, so wie so ein Dart-Pfeil gefühlt. Die ist in Ordnung, finde ich okay. Ich finde auch den Cooldown tatsächlich voll in Ordnung zwischen diesen 2 Abständen, wenn der Cleaner halt seinen Dartpfeil da werfen kann. Ich nenne es jetzt einfach mal Dartpfeil. Aber ich finde, dass unter anderem, mir fällt gerade sein Name nicht ein, ist der Phantom. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier mit seiner Sonarbrille, ne, den könnte man ruhig mal balancen ein bisschen. Zumindest den Aufklärungsanzug. Was mir jetzt dann auch noch auffällt ist, die Modi werden hinzugefügt. Mit Sicherheit. Wenn die das nicht machen, dann ist es auf jeden Fall krass, wenn die das nicht machen würden. Mir fehlen aktuell andere Modi. Also gut, Suchen und Zerstören ist bestätigt worden, wird reinkommen. Aber wir haben aktuell keinen TDM. Wir haben keinen Abschluss bestätigt, wie wir es kennen. Und diese Modi sollten dann reinkommen in dem Sinne auch. Ich finde es gut, dass wir auch so eine Mischung haben mit diesem Begleitschutz hier, Eskortieren oder auch Zonenkontrolle. Finde ich mega. Besetzung ist ja Stellung in der Hinsicht. Das ist auch ganz cool. Das sind dann halt Modi, wo du auch mal ein bisschen nachdenken musst, wo du jetzt nicht einfach nur sinnlos reinrennst wie bei TDM. Aber trotzdem sollte es auch diese Playlists dann geben. Deswegen mein nächster Vorschlag ist, etwas mehr Modi hinzufügen. Wir haben aktuell 5 Stück, die sind ein bisschen zu wenig. So, und ein Punkt kommt jetzt noch, und zwar der offensichtlichste bisher. Es ist die Hit Registration oder Hit Rack oder wie ihr es nennen möchtet. Beispiel, ihr werdet angeschossen, ihr lauft hinter eine Ecke und ihr sterbt trotzdem hinter einem Riesenstein, weil er euch anscheinend noch gesehen hat. Oder was ich jetzt hier hoffentlich mit im Video einbringen werde, ich habe eine Shotgun-Runde gespielt
Und diese Hitmarker, das hatten wir in der Alpha genauso und in der Beta. Es ist so inkonstant, wie du Hitmarker bekommst oder generell Schaden austeilst, dass du halt an manchen Schüssen wirklich aus 2 Meter Entfernung, wo der eigentlich down sein sollte, dass er da ein Viertel Leben verliert, trotzdem du anvisierst und drauf bist. Und manchmal hast du dann auf Distanz, na, obwohl auf Distanz hatte ich eigentlich nie Glück. Da hatte ich immer Pech bisher. Teilweise auf 7, 8 Meter 3 Schüsse gebraucht oder so. Also das müssten sie auf jeden Fall noch überarbeiten und sie haben gesagt, dass sie sich auch um diese Hit Registration und generell um dieses, was die Hitmarker und die Schüsse angeht, was da registriert werden muss, dass sie sich darum kümmern werden und versuchen, das zu fixen. Was auch sehr gut ist. Sie hören auf die Community, das machen nicht viele. So Leute, ich laber jetzt schon 15 Minuten in meiner Aufnahme. Jetzt habe ich noch, wie viele? Wir haben noch 5 Vorschläge. Und ich würde sagen, die gehen wir jetzt einmal durch. Was ich schon bei den Pros und Kontras erwähnt habe, auf jeden Fall eine niedrigere Time to Kill. Und was ganz cool wäre, ist, wenn Perks reinkommen würden. Beispielsweise einen Sammler-Perk, dann sind es übrigens nur 4 Vorschläge, weil ich habe mich ein bisschen verschrieben. Ein Sammler-Perk wäre ganz cool oder generelle Perks, wie wir es halt kennen. Also Sammler in dem Sinne, dass du von getöteten Feinden beispielsweise Munition aufhebst. Weil wenn jetzt deine Waffe leer ist, musst du eine andere aufheben. Und die letzten 2 Sachen, die ich ganz cool finden würde, wäre einerseits, dass es eine begrenzte Anzahl an Operator pro Team gehen darf. Beispielsweise, du hast einen 5er oder 6er Squad, da dürfen aber nur 2 Leute einen Cleaner spielen, da dürfen nur 2 Leute maximal einen Phantom spielen, dass wirklich nur 2-mal dieser Operator gepickt werden darf, weil wir sehen es teilweise in den Herrschaftrunden, da rennt dann 4-mal Libertad rum, der Healer. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil, ich meine, dann bringen sie ja schon verschiedene Operator rein, wenn dann immer nur die gleichen gespielt werden, ist halt dumm. Und wenn die Leute rumheulen, dann sollen sie halt rausquitten, bis sie ihre eine Libertad-Runde spielen dürfen, das ist mir dann komplett egal. Und der letzte Vorschlag, den finde ich ganz cool. Und zwar, wir kennen es aus beispielsweise Rainbow Six Siege, dass Operator gegenseitig Einfluss aufeinander haben. Dass sie ihre eigenen Fähigkeiten kontern können oder halt auch verstärken in der Hinsicht. Beispielsweise hast du in Rainbow Six, hast du einen Mute, der hat einen Jammer, einen Störsender. Und dann können andere Leute, die elektronische Sprengladungen haben, können die nicht zünden, weil das Ding in der Reichweite ist. Beispielsweise. Und ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, es wäre vielleicht noch ein bisschen stark, aber hier der Kollege mit der Sonarbrille, er könnte sich selbst kontern, mit diesem Unsichtbarkeitsanzug. Warum nicht? Dann ist er unsichtbar und dann ist er in der Sonarbrille einfach nicht zu sehen. Das wäre beispielsweise ein solcher Vorschlag bezüglich Einflussnahme zwischen den einzelnen Operator untereinander. Gut, es sind jetzt beides die gleichen, aber ich meine, es sind ja gegnerische Sachen in der Hinsicht. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt. Was würdet ihr gerne an diesem Spiel verbessern? Denn das war's mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt gerne Feedback unten rein, was ihr bezüglich der Videos sehen möchtet. Ich hoffe, wir können uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wiedersehen. Schaut euch gerne mein erstes XDefiant-Video an. Bis dahin sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein. Ciao.